Hier in einer Bude. Das ist eine absolute Zeitkapsel. Und ich weiß noch nicht, was ich hier für eine Geschichte erzähle, ob ich hier eine Geschichte erzähle. Ich versuche das einfach mal spontan zu machen. Und ihr seht schon hier, ne? Wie geil das eigentlich ist. Und ich fange einfach mal an und ich führe euch einfach mal rum durch dieses kleine, schnuckelige Haus. Ja, Leute, ihr seht schon hier anhand der Bilder, in diesem Haus hat auf jeden Fall eine kinderreiche Familie gewohnt. Es ist ein sehr kleines Haus, deswegen wundert mich das, dass hier 5 Personen gewohnt haben. Das ist schon echt richtig, richtig klein. Guckt euch das mal an hier, dieses alte Radio, seht ihr das? Ein uraltes Kofferradio von Grundig. Was für Musik hat man hier wohl gehört? Was war das letzte Lied, das dieses Radio spielte? Einen unglaublichen Charme hat dieser Raum. Hier hat die Familie gemütlich zusammengesessen. Hier wurde sogar Fernsehen geguckt. In diesem Haus gab es sogar einen modernen Fernseher. Und überall stehen diese alten Sessel. Meine Oma hat früher auch so einen Sessel gehabt, da hat sie sich reingesetzt. Man konnte sich damit zurückklappen und schön die Füße nach oben legen. 2 Stück standen hier. Ich denke mal, hier haben 2 sehr alte Leute vielleicht mit den Enkelkindern gewohnt oder gar auch alleine gewohnt. Seht ihr das? Selbst einen modernen Videorekorder gab es hier schon und einen modernen Samsung-Röhrenfernseher. Das passt eigentlich gar nicht so zu diesem Haus. Aber ich denke mal, die haben nachgerüstet. Ganz, ganz früher hat es das wahrscheinlich noch nicht gegeben. Ja, und dann haben die sich einfach moderne Geräte gekauft, ne? Um das Leben in diesem einfach gestrickten Haus ja ein bisschen angenehmer und moderner zu gestalten, ne? Also hier sieht man echt den Fortschritt zur ganz, ganz alten Zeit. Und man sieht halt, dass hier teilweise moderne Geräte den Einzug in dieses Haus gehalten haben. Auch hier ein altes Hochzeitsbild. Was haben die wohl für ein Leben geführt? Wie lange mögen sie in diesem Haus gelebt haben? Waren sie glücklich? Waren sie unglücklich? Wann sind sie gestorben? Was hatten sie für einen Charakter? Was war ihre Persönlichkeit? Fragen über Fragen, die man leider nicht mehr beantworten kann. Seht ihr das? Das ist die Eingangstür hier. Selbst Rollos gab es hier schon. Nachgerüstet. Rollos. Also ich denke mal, so lange steht die Bude vielleicht noch nicht leer. Auch hier gab es ein gemütliches Zimmer. Ich denke mal, dass das Esszimmer war. Und auch das Nähzimmer. Hier steht, wie typisch in diesen alten Häusern, eine alte Nähmaschine. Das heißt, die Hausherrin wird bestimmt die Textilien der Familie selber geflickt haben oder teilweise auch selber genäht haben. Alt und modern treffen hier aufeinander. Auch hier ein riesiger Röhrenfernseher von Grundig. Und ich sag euch, der war damals nicht billig. In dieser Größe, der war nicht billig. Vielleicht war die Familie auch vermögend oder dieses Haus war einfach nur ein Ferienhaus. Das könnte natürlich sein, dass dieses Haus einfach nur ein Ferienhaus oder ein Gartenhaus einer reichen Familie war. Ja, das ist die Küchenzeile. Ich mache jetzt hier kein Licht, weil wir sind hier direkt an der Straße. Und ich möchte jetzt hier nicht einfach die Taschenlampe anmachen. Aber ich denke, man kann es erahnen, man sieht es auch. Ein Gasherd steht hier noch, ein elektrischer kleiner Backofen, so ein Tischbackofen. Ja, und allerlei Gegenstände des alltäglichen Bedarfes. Auch ein moderner Kühlschrank hat in dieser Küche schon Platz gefunden, nebst einer Dunstabzugshaube. Das hier sieht aus wie das Schlafzimmer der Eltern. Wie man es so sieht, ist es im Stil, ich würde mal sagen, Anfang des 19. Jahrhunderts gehalten. Richtig moderne, beziehungsweise für damalige Zeiten
Moderne Holzschränke, teilweise in die Wand eingelassen. Die letzte Jacke vom ehemaligen Bewohner befindet sich noch auf dem Bett. Ein altes Buch liegt noch im Bett. Die Frage ist, ist jemand in diesem Bett gestorben? Hat er am letzten Abend oder vor der letzten Nacht dieses Buch gelesen und in der Hand gehabt? Das weiß man nicht. Aber ich denke, alles, was verlassen ist, heutzutage, und in manchen Häusern sind ja viele persönliche Dinge noch, normalerweise sind die Besitzer verstorben, weil kein Mensch lässt ja alles zurück. Schaut euch das mal an. Was ist das, ein alter, dicker Wälzer ist, seht ihr das? Das ist der Wahnsinn. Der liegt hier einfach so rum. Seit 2010. Seit 2010 hat niemand mehr in diesem gemütlichen Bett geschlafen. Ich denke mal, die ehemaligen Bewohner sind wirklich verstorben. Weil wer lässt sonst sein gesamtes persönliches Hab und Gut zurück? Das macht eigentlich niemand. Das ist eine Zeitreise, eine absolute Zeitreise in die Vergangenheit. So Leute, hier müssen wir extrem aufpassen. Das ist echt eine alte Holztreppe. Ich glaube auch, die nicht mehr lange den Gewichten der Besucher standhält. Ja Leute, was ich hier oben gefunden habe oder was wir hier gefunden haben, übertrifft alles. Schaut euch das mal an, was das ein alter Kinderwagen ist. Wie alt mögt er sein? Mag der sein, Micha, der Kinderwagen? 60er Jahre, guckt euch das mal an, aus den 60er Jahren einem Kinderwagen. Gepackte Koffer, das sieht mir aus, vielleicht war die Familie auch auf der Flucht, weil hier sind echt gepackte Koffer stehen hier oben, die gefüllt sind mit persönlichen Dingen. Hier ein altes Radio und auch wieder ein Bild der Familie, beziehungsweise der Eltern. Also rechts, der Hausherr schaut nicht sehr glücklich aus und die linke Dame, die schaut jetzt auch nicht so glücklich aus. Also so schaut man nicht aus, als wenn man gerade heiratet. Ich kann mich aber auch täuschen. Die typischen alten Waschschüsseln. Also das hier ist wirklich eine absolute Zeitreise in vergangene Zeiten. Und hier oben auch wieder ein Bild. Das ganze Haus ist voll mit Bildern der ehemaligen Bewohner. Und hier diese alte, wunderschöne Rechenmaschine. Also sowas. Sowas findet man kaum noch. Das ist schon der Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn. Und es muss ja auch Kinder geben. Kinder muss es geben, mindestens 3 Stück. Leben diese Kinder noch? Oder haben diese Kinder mittlerweile auch Kinder bekommen? Man weiß es einfach nicht. Ja, und hier müssen wir auch die Treppe runtergehen. Boah, hier muss man richtig aufpassen. Das ist Wahnsinn. Und hier draußen ist man schon an der Straße. Da sind die Nachbarn. Ja. Und das war der ehemalige Eingangsbereich. Ne? Seht ihr das? Hier findet man noch die alten Stromzähler. Guckt euch das mal an, wie alt dieses Zeug ist. Urig alt, ne? Und hier sind die Hausbewohner früher reingekommen. Ja, hier ist alles noch voll Post. Die alten Schuhe stehen hier noch rum. Die Jacke hängt hier noch. Und die Tapeten lösen sich langsam. Langsam aber sicher von den Wänden. Ja, das ist wirklich ein wunderbarer Lost Place, ne? Wenn man das mal so sieht, der Sessel hier und hier liegt noch eine Fernbedienung rum, als wenn derjenige irgendwie im Sessel gestorben ist und zuletzt am letzten Tag noch hier das Programm umgeschaltet hat. Das ist Wahnsinn. Die Schuhe der Hausdame, die stehen noch hier. Also es ist schon... Ist schon echt nicht schlecht, ne? Wenn man hier schon guckt, alleine diese Lampe, ne? Also es ist auf jeden Fall wunderschön. Es ist echt wunderschön. Und das Schöne ist halt daran, dieses uralte Haus und dann noch diese, für damalige Zeiten, also ich sag mal 2010, war das ja echt hier ein moderner Fernseher mit dem Videorekorder. Das hat richtig viel Geld gekostet. Und da drüben steht ja auch ein richtiger großer Fernseher, ne? Auch hier wieder. Familienbilder. Und das ist ein Bild von einer Schulklasse.
ja, das war auf jeden Fall eine kinderreiche Familie, die in diesem Haus gewohnt haben. Und das ist ja echt ein sehr, sehr kleines Haus, ne? Also mich wundert, dass das hier echt 5 Personen gewohnt haben. Guckt euch das mal an. Hier wachsen die Pilze. Die Pilze wachsen hier aus den Wänden. Seht ihr das? Dieser Grünspan und die Pilze wachsen aus den Wänden. Leute, das ist natürlich, das ist echt der Wahnsinn, ne? 60er Jahre. Hat hier ein Mädchen drin gelegen, hat hier ein Junge drin gelegen. Also mich würde das wirklich interessieren, was ist aus diesen Kindern geworden, die hier einst mal in diesem Haus gelebt haben. Normalerweise muss es eigentlich noch Nachfahren geben, die hier gelegen haben. Ja, klein, aber fein. Schwuppdiwupp, die Hühner und die Hühner und die Gänse, die quaken. Ein schnuckeliges Haus und ich glaube, wir sind fertig, ne? Ja, wir verlassen jetzt mal wieder dieses Haus, fahren zum nächsten. Wie immer, ein kurzes Video. Und ich hoffe, euch hat das gefallen. Auf der rechten Seite könnt ihr mich wie immer abonnieren. Und auf der linken Seite findet ihr das nächste beschissene Video. Und heute wünsche ich euch mal vielleicht mal frohe Ostern oder keine Ahnung, guten Rutsch ins neue Jahr, sage ich ja immer. Aber heute sagen wir einfach mal frohe Ostern und ja, dann alles Gute, ne? Bis die Tage, ne?